Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Oh, und ich roll los. Wir sind hier diesmal auf der Karte Berlin X10 unterwegs. Und mit diesem hier, mit diesem MAN Doppeldeckerbus. Hier haben wir auch schon Berlin oder so. Also auf jeden Fall die BVG ist jetzt hier das Verkehrsunternehmen, für das wir fahren. Oder das Busunternehmen. Ich habe schon mal alles gestartet und die Anzeige hier angemacht. Und wir fahren jetzt erstmal zu unserer Anfangshaltestelle. Und ich rolle dann schon mal an. Also das hier ist meine Anfangshaltestelle. Das anscheinend... Achso, wir fahren die X1, nicht die X10. Aber die werden wir natürlich auch noch fahren, die X10. Guten Tag. Was willst du? Kurzstrecke. Morgen. Wo ist es? Hier. Sie haben ja keinen Fahrschein ausgemacht. Doch, 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 hier ist er. Also gut, wir haben jetzt noch 26 Minuten Zeit, aber ich werde jetzt erstmal die Zeit vorspulen. So, in 1,3 Minuten müssen wir jetzt abfahren. Ich würde jetzt auch mal sagen, wir fahren jetzt schon mal ab, weil... Auf dieser Karte bekommt man schnell Verspätung wegen den Ampeln und die sind und ich sehe gerade hier diese Schlange und die sind ziemlich, also öfters mal ziemlich lange rot. Und was ich hier sehen kann, das ist auch der Grund. Das ist auch der Grund, wieso man schnell Verspätung bekommt. Nur wegen diesem Auto. Mach ich mal ein Bild. Also gut, wir fahren da mal los. Oh Mann, ist die Schlange lang. Ach komm, mit Unfall. Ach so, außerdem diesen Unfall mit diesem... Also das Auto, was da steht, das habe ich außerdem verursacht. Ich bin davor schon mal eine Runde gefahren. Aber nur wirklich eine Runde, keine einzige Linie. Um zu testen, ob ich den Bus überhaupt fahren kann und ob ich den auch gut starten kann, damit ich jetzt nicht während der Folge irgendwie stehen bleiben muss und irgendein Zeug anmachen muss oder irgendwas rumprobieren halt. Ich habe es jetzt schon alles angemacht extra und deswegen, ja. Der ist nämlich außerdem reingefahren. Das war nicht meine Schuld. So. Da kommt schon unser Kollege hier, das sehen wir schon. Ach so, außerdem, hier in diesem, das ist so eine digitale, so ein Gerät, wo wir sehen können, wo wir so Kameras sehen können. Also wo wir durch die Kameras halt Sichten haben. So, ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, einfach nur einen ganz normalen Fahrschein. Hier. Entschuldigung? Ja, nix Entschuldigung. Haben Sie doch mal ein bisschen Geduld. Dankeschön. Bitte. So, da ist es auch schon unser nächster Halt.
einsteigen, bitte. So. Wir haben. Oh, wir haben 0,8 Minuten Verfrühung. Das ist doch schön. Aber ich hoffe, es bleibt jetzt so. Jetzt haben wir nämlich nur noch 0,6 Minuten. Sind wir nur noch 0,5 Minuten jetzt zu früh. Also eine halbe Minute. Also, was ich zur Karte sagen kann, also, ich muss mir es vielleicht erstmal noch ein bisschen ansehen, um ein Urteil zu bilden, aber bis jetzt gefällt mir die doch schon ziemlich gut, was wir bis jetzt so gesehen haben. Das soll ja, die soll ja ziemlich groß sein, das hat man auch schon gesehen, wenn man ins Menü geht und dann die Strecke auswählen will, die man fahren will, da gibt es schon viele Linien. Also bis jetzt läuft's. Diese Fahrt. So, dann hole ich mal unseren nächsten Leute ab. Mal gucken. Oh nee. Das sind mal viele. Hallo. Hallo. Okay. Oh, da wollen ja Leute über die Straße. Die überqueren ja einfach. Hallo. Hier fahren auch noch ein paar Fahrzeuge, ein paar Busse und Autos. Was fällt ihnen denn ein? Hallo. Hallo. Einer meiner Fahrschein. Oh, nee. Du willst wieder einen Fahrschein. Gut. Ermäßigungstarif hier. Morgen. Guten Morgen. Was ist euer Problem? Ich bin. Ach nein, ich bin wahrscheinlich mit dem Heck an den Bürger. Ja, keine Ahnung, Bürgersteig oder wie man es nennen soll, angestoßen. Und hier steht sogar noch: Fahrzeug schwenkt aus. Es hat wirklich ein langes Heck, wie wir hier schon sehen können. Was ist denn da vorne los? Gab es hier einen Unfall? Ich mach mal kurz die Kollision aus. Dann kann ich durch die ganzen Autos durchfahren, weil so lange will ich auch ehrlich gesagt nicht warten. Die werden wahrscheinlich eh nicht fahren. So. Dann mache ich sie wieder an, damit das auch alles schön realistisch ist.
guten Tag. Guten Tag. Er hat auch guten Tag gesagt. Also, normal, glaube ich. Nee, Kurzstrecke will da. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. So. So, mal gucken, wann unser nächster halt kommt. Ach, da vorne ist er schon. Das dachte ich mir schon. So. Jetzt wollen wir mal rechtzeitig abbremsen. Will überhaupt jemand rein und raus? Ich glaube, es will gar niemand aussteigen, oder? Und einsteigen auch nicht. Ja. Dann fahren wir weiter. Da. Ich glaube, ich bin ein bisschen auf den Bordstein gefahren. Ja. Oh Mann, wie der Bus sich dann noch so, wie der Bus dann noch so schief rumsteht. Ist ja klar eigentlich. Hey, wieso hier sitzt hier niemand? Aber eigentlich, ehrlich gesagt, das Wichtigste ist es auch nicht. Das Wichtigste an OMSI 2 ist, dass man Bus fahren kann. Nenn ich es mal so. Ist ja klar, ist ja ein Bussimulator. Aber ich finde es natürlich schon schön, wenn da jemand sitzt. Ich glaube, ich habe das ausgemacht oder so. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen weiter geradeaus fahren. Oh, gut, dass wir da noch drüber gekommen sind. Oh, wir haben schon 2,1 Minuten Verspätung? Wie haben wir die denn so schnell hingekriegt? Ich bin noch ganz normal gefahren einfach. Ja, es ist halt so. Schönes Vorschaubild will ich machen. Thumbnail besser gesagt. So. Muss noch eins machen, damit ich die Tür schließen kann. Das ist, glaube ich, extra so ein Knopf dafür. Der Screenshot, das macht dann auch was am Busfahren aus. Das ist halt das Blöde. Also mit der Tür irgendwas, ich weiß es auch nicht. Guten Morgen. So, schon 3,3 Minuten Verspätung. Aber ich fahre einfach. Ich will ja auch nicht rasen. Ganz normalen Fahrschein. Ich frage mich, wieso es nicht so Rentner gibt oder so. Es gibt ja ein... Ach, keine Ahnung, welchen Bus im Land das gibt. Aber das müsste es doch eigentlich auch geben. So. So, es ist leider rot. Oh, das sieht echt cool aus, oder? Noch mal schnell das Licht anmachen, dann noch ein schönes Foto raushauen. Das wäre geil. Oh. Und direkt wird's grün.
Oh shit, ich hab den angefahren. Tut mir leid. Soll ich jetzt die Polizei rufen oder was? Aber das dauert mir zu lang. Da bekomme ich halt eine kleine Strafe. Aber ich will ja noch schön im Fahrplan bleiben. Also natürlich würde ich, wenn ich in echt fahren würde, dann würde ich natürlich anrufen, aber in Omsi. Ich fahre natürlich nicht in echt, aber... Aber in Omsi, das geht doch. Oh oh, jetzt haben wir den Kreisverkehr. Was ist denn los? Ich fahre einfach nur um den Kreisel. Ach, hör bitte auf mit deinem Unfallort. So. Guten Tag. Eine Kurzstrecke bitte. Jo. Oh, so. So, da drücke ich mal wieder auf die Tube. Oh, es will gar nicht mehr aussteigen und einsteigen. Gut, da fahre ich ja mal weiter. Okay, also, wo ist unser nächster Halt? Ich glaube, da vorne schon. Gut. Will jemand einsteigen? Ja, es wollen welche mitfahren. Was ist denn los? Also, manchmal verstehe ich echt nicht, was von denen das Problem ist. So, dann fahren wir wieder weiter. Oh, was ist denn da vorne los? Ja, das ist ein kleiner Stau. Was machen Sie denn? Fahren Sie doch mal ein bisschen schneller, Mann. So.
So, da kommen wir schon an. So, bitte alle aussteigen. Gut, dann war das mit der heutigen Fahrt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Daumen hoch da. Und wir werden einfach mal ein bisschen weiter auf der Karte fahren und uns die mal genauer anschauen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.